Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Lienkämper, Falsches wird nicht richtiger, indem man das ständig wiederholt, sondern falsch bleibt falsch. Und in Ihrer Rede waren ein paar Sachen ganz schön falsch. Ich will das mal ein bisschen näher ausführen. Das Einzige, was richtig ist, ja, der große politische Korb, der große Wurf ist ausgeblieben, weil es keine Einigkeit gab an der Wahlalterfrage. Das ist richtig. Wer ist schuld daran? Ganz einfach Sie, die CDU. Sie haben sich verweigert. Sie haben komplett den politischen Korb in den Orkus geschickt, weil Sie so viel Angst vor 300.000 Jugendlichen haben. Gibt's da gar nicht. Wir hätten heute eine ganz andere Debatte, wenn Sie in der Lage gewesen wären, Ihre Position mal zu überdenken und zu überarbeiten. Und mein Gott, bin ich froh, dass andere Bundesländer weiter sind als die Christlich-Demokratische Union in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja viele Bundesländer, wo mit 16 gewählt wird. Nein, 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 hier. So, ja. Das ist doch schön, es funktioniert. Es funktioniert in Bremen, es funktioniert in Brandenburg. Aber Sie haben so viel Angst, dass daran der ganze politische Korb gescheitert ist. Dass der ganze politische Korb gescheitert ist. Also, das müssen Sie sich schon dann in die Schuhe schreiben. Ihr Verdienst, dass wir heute nur die kleine politische Lösung hier haben und nicht den großen Korb. Vielen Dank, CDU. Der zweite Punkt, ich habe ja auch viel gelernt, das muss ich ja ehrlich zugeben, ich habe ja viel gelernt in dieser Verfassungskommission, auch über politisches Taktieren. Aber was auch falsch war in Ihrer Rede gerade, Herr Lienkämper, war der Satz beim Wahlalter, wir haben Ihnen ja angeboten, dass wir da eine elegante Lösung haben. Das habe ich gelernt, man macht CDU und FDP einen Vorschlag, dann sagen die, wir denken darüber nach, drehen sich um, gehen vor die Landespressekonferenz und sagen, das ist unser Angebot. Also jetzt gelernt, so dass das hier bei Ihnen anscheinend so funktioniert. Nein, ist natürlich falsch. Es wäre ein guter Kompromiss gewesen, wenn Sie eine Stelle halt anders betont hätten. Ich bedauere sehr, dass dieser politische Korb, der ist jetzt mehrfach von meinen Vorrednern ausformuliert worden, so nicht zustande gekommen ist. So haben wir jetzt nur den Spatz in der Hand und nicht die Taube auf dem Dach. Es wäre wesentlich mehr möglich gewesen. Falsch war auch Ihre Aussage zur Schuldenbremse. Das ist das wahre Motiv der regierungstragenden Fraktionen. Das ist alles Blödsinn. Wir waren doch bei der Schuldenbremse eigentlich im Konsens. Haben wir doch konsentiert untereinander. Waren wir doch klar bei der Schuldenbremse. So, insofern ist das doch alles, was Sie hier gesagt haben, so nicht richtig. Wir waren wesentlich weiter. Wir waren uns fast einig bei der individuellen Verfassungsbeschwerde. Wir waren uns einig in der Neutarierung im Verhältnis repräsentative Demokratie und direkter Demokratie. Wir waren doch so nah dran. Und dann ist es halt leider gescheitert. Von dem, was übrig geblieben ist, in der kleinen Lösung, ja, natürlich ist es gut für uns. Wir haben die Parlamentsrechte gestärkt. Ich begrüße das auch für meine Fraktion außerordentlich. Und ja, es ist richtig, wir haben diverse Verbesserungen eingeführt, auch die parlamentslose Zeit. Jetzt, die wird es hoffentlich nie wieder geben. Und es gibt einen Punkt, der ja große Aufmerksamkeit gerade irgendwie doch nochmal auf sich zieht. Das ist die Änderung der Eidesformel. Warum gibt es jetzt diese Änderung der Eidesformel? Wir haben das immer wieder moniert bei der Vereidigung, wir haben das immer wieder thematisiert in diesem Parlament, dass wir finden, dass die Eidesformel, wir sind ja das einzige Bundesland neben Schleswig-Holstein, die noch auf das deutsche Volk schwört. Wir haben immer zwei Punkte gehabt. Das eine ist, also aufs ganze deutsche Volk schwören ist doch ein bisschen, ich will nicht sagen anmaßend, aber doch irgendwie schräg, sondern wenn, und so geben das auch die anderen Landesverfassungen ja her, wenn man schon aufs Volk schwören will, dann aber das Volk in den Landesgrenzen. So ist das auch überall in den Eidesformeln drin. Aber es gab natürlich einen zweiten Punkt, dass wir gesagt haben, nein, wir machen hier Politik für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen und nicht nur für die mit dem deutschen Pass. Und das muss sich abbilden. Weil alle Menschen, die hier leben, müssen sich an die Gesetze halten. Alle sind von unseren Entscheidungen der Legislative betroffen. Und wir haben alle Menschen im Blick. Und das war immer diskriminierend, weil die waren nicht drin in unserer Eidesformel. Und diese gesellschaftspolitische Notwendigkeit und Realität, die haben wir jetzt endlich angepasst. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass CDU, SPD und FDP mit uns zusammen diesen Weg gehen. Vielen Dank dafür. Dann wird die Eidesformel jetzt geändert. Abschließend
Von meiner Seite, meine Kollegin Dagmar Hanses wird auch noch sprechen. Ganz herzlichen Dank. Ich werde sie nicht alle aufzählen. Natürlich an den Vorsitzenden, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, an die Sachverständigen, an die Referenten, an die vielen Bürgerinnen und Bürger, die uns mit Zuschriften wirklich gute Impulse gegeben haben. Es war ein vernünftiges Arbeiten bis zum Schluss. Schade für uns, ein ernüchterndes Ergebnis, Strich drunter. Wir werden uns im Gesetzgebungsprozess ja noch mal öfter sprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Engsfeld. Für die FDP-Fraktion.